Hallo und schönen guten Abend und willkommen hier aus, live aus der Season 6. Es gibt ein paar Sachen, die wir klären müssen, denn der finale Patch hat nochmal ein bisschen was durch die Gegend geschickt, so bei Sorg, bei Crafting, Materialien, bei allem Möglichen auf jeden Fall. Deswegen als allererstes, ich versuche momentan ein bisschen Elemental Constellation Sorg zu spielen. Wer es vielleicht in meinem Google Sheet gesehen habt, ich habe oben ganz dick fett rot Nerfed dabei geschrieben bei meinem Sorg-Bild, denn der Elemental Constellation Aspekt, der hier wurde extrem stark genervt. Und zwar, er löst nicht mehr von allem Möglichen aus. Jeder kleine Skill, der irgendwie castet wird, löst das aus. Sondern nein, der zählt nur noch für Skills, die du selber castest. Wenn du einen Frozen Orb castest, kriegst du diesen Frozen Splitter. Nicht mehr durch die Conjurations, die spawnen. Durch gar nichts mehr. Weder durch den passiven Frozen Orb oder so, durch gar nichts mehr. Also den haben sie wirklich hart in Grund und Boden genervt. Weswegen Sorg auch jetzt überhaupt kaum ein Bild hat, um überhaupt gescheit T4 zu farmen. Muss man erstmal wieder ein bisschen rumbasteln. Deswegen gehe ich jetzt mehr Richtung Full Frozen Orb zum Beispiel. Kann ich teilweise raten. Full Frozen Orb, Fireball ist ein guter Starterbild und sowas. Damit kann man immer noch gut am Anfang anfangen. Andere Builds wie Meteor oder so haben, glaube ich, jetzt auch noch hohes Potenzial. Denn ich habe die neue Tondrune mal ein bisschen ausprobiert gehabt am Anfang. Da sehr vielversprechend aus auf jeden Fall. Meteor braucht aber extrem starkes Gear sozusagen. Das ist sehr, sehr, sehr gearlastig. Genau wie Chain Nova Build zum Beispiel, der extrem stark mit Intelligenz skaliert, wo man diesen paar tausend Prozent Multiplayer auf dem Ammo hat. Ja, da braucht man auch schon halt erstmal relativ gutes Gear. Gut, es gibt ein bisschen Materialienmangel und so. Es gibt so ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Rune Drops und so weiter und so fort. Kurzer Check hier bei mir. Ich habe die Runen, die ich haben will, schon zusammen. Ich habe Tamwat, ich habe Xol Ohm. Hauptsächlich kommt man in Runen dann durch Boss Runs auf jeden Fall. Das heißt, macht in der Boss Ladder Bosse. Droppt man meistens Runen, am besten Rotation natürlich in der Vierergruppe. Höhere Torment-Stufen droppen dir mehr Runen auf jeden Fall. Ansonsten bekommt ihr in der Kuras Under City sehr gut Runen. Und zwar, ihr bekommt nämlich ab und zu diese Tributes hier. Diese Dinger, die bekommt ihr von World Bossen, aus dem Pit, in Nightmare Dungeons, in der Kuras Under City selber, in der Boss Ladder von Bossen. Da gibt es dann zum Beispiel das Ding hier. Nicht Tribute of Harmony, das Teil. Da droppen die, glaube ich, 3 bis 4 Runen immer am Ende. Sehr gut, um Runen zu farmen. Dann Runen die ganze Zeit hin und her und hin und her und hin und her craften beim Juwelier, bis ihr einfach ein paar legendäre Runen rausbekommt. So habe ich mir meine Runen hauptsächlich gemacht. Ich habe hin und her gecraftet. Habe hier noch ein paar legendäre zum Beispiel auch rumliegen. Mir auch ein bisschen was vorbereiten, um mir noch speziell Mythics zu craften hier. Für zum Beispiel einen Starless Geistring oder hier oben für eine Harlequins Krone. Da lege ich mir das immer parat sozusagen und crafte dann mit den anderen Runen rum. Das heißt, schaut immer schön beim Juwelier, was ihr sozusagen für Runen braucht, um das Mythic eurer Wahl euch zu craften. Habt ihr hier kurz aus. Seht ihr daneben hier Yom Pok Zier, brauche ich für den Stab, wenn ich das haben will. Die lege ich mir mal alle mal zurecht. Und mit den anderen crafte ich halt einfach die Gegend. Also benutze halt natürlich die in der Rüstung, die du brauchst. Gut. Das ist ein Punkt. Und dann, ich glaube, von den Materialien her, Masterwork-Materialien gibt es immer noch sehr gut in der Horde am Ende. Also relativ, nicht in der Horde. In der Horde am Ende gibt es am wenigsten Masterwork-Materialien, aber es gibt überhaupt Masterwork-Materialien. In die Horde geht man nur rein wegen den Ancestral-Items am Ende, wegen der Kiste. Dafür lohnt sich die 6er Horde-Keys auch ganz gut, also die 6er Wellen-Horde-Keys, wenn man die schneller durch hat. Und bis 200 Aether kommt man eigentlich auch so. Das habe ich am Anfang zwar schon ein bisschen gemacht. Dann für Masterwork-Materialien macht man hauptsächlich Nightmare Dungeons, die geben relativ gut. Und was noch mehr Masterwork-Materialien gibt als Nightmare Dungeons, sind Kuras Undercity, aber nur wenn man ein Tribute of Refinement hat. Da steht auch unten immer bei den Tributes dabei, wofür man das findet. Zum Beispiel hier, Found from Nightmare Dungeons and the Infernal Hordes. Aus Nightmare Dungeons und Infernal Hordes kriegst du ab und zu mal hier einen Tribute of Refinement. Damit kannst du dann zum Beispiel in der Kuras Undercity Runs machen. Ich mache das gerade auf T3. T3, das Ding, einmal voller Balken in der Undercity und ich krieg 1200 Masterwork Mats pro Run. Das sind anderthalb, 2 Minuten oder sowas, die man da drin ist. Ich glaube, 2 Minuten pro Run kriegst 1200 Mats. Das ist sehr viel. Das ist noch mehr als in Nightmare Dungeons. Kann man aber halt nicht permanent machen, kann man, sondern nur, wenn man ein Ding hat halt. Genau wie halt die anderen Dinger hier mit Tribute of Harmony. Hier gibt es noch das Tribute of Titans hier. Sieht man, Found from Defeating Summoned Layer Bosses. Ah ja, die Dinger droppen quasi alle spezifisch aus spezifischen Sachen. Steht das unten mal dabei. Zum Beispiel das Harmony, das mit den Runen, droppt random in Sanctuary. Das für Boss Mats droppt von Boss Mats. Also das für Boss Mats droppt von Boss Runs. Und das nämlich für Masterwork Mats droppt von anderen Sachen, die Masterwork Mats geben, nämlich wie Nightmare Dungeons und die Horde. Ergibt nämlich auch Sinn. Ich habe auch schon so ein legendäres Teil bekommen für garantierte Ancestral-Items. Das bin mir bei einem World Boss gedroppt. Und ich habe auch einen Unique-Teil bekommen für garantierte Uniques und eine höhere Chance auf Mythics. Das kam aus dem Whisper-Bag raus.
Jo, und ansonsten großes Materialienmangel ist, glaube ich, der Seelen bei vielen Leuten, ne? Forgotten Souls. Und Forgotten Souls gibt es ein paar Quellen, wo man das ganz gut herbekommt. Als allererstes, ich bin nämlich hier gerade beim Whisper Tree. Ab und zu in manchen Whisper Bags ist das drin. Ihr habt vielleicht auch schon die Whisper Bags gesehen, wo 1 Million Items rausdroppen, wo man eine halbe Stunde da steht. Hier 25 Souls. Dann sieht das so aus. Dann wartet man. Wartet man. Wartet man. Man trinkt gemütlich einen Schluck. Da ist was. Wartet. Dann hat es irgendwann fertig gedroppt. Übrigens, da kam jetzt auch gerade wieder ein Tribute raus, nämlich. Habe ich hier zum Beispiel einen. Ja, ich habe hier Hordekeys bekommen. Ich glaube. Genau. Hier kriegt man auf jeden Fall ab und zu ein paar Souls. Ihr seht, ich habe 8 Souls bekommen. Ich hatte 25 vorher, jetzt 33. Das heißt, da kommt ab und zu mal was raus. Whisper macht ihr eh nebenbei bei allen Endgame-Aktivitäten oder zum Beispiel halt in der Eltern gezielt, dann könnt ihr regelmäßig auf jeden Fall, solltet ihr in den Mercenary Den gehen und solltet eure Pale Marks am besten komplett für Souls benutzen. Ihr könnt euch für Pale Marks ja auch Bossmaterialien und so Sachen holen, aber Souls ist das, was, glaube ich, am meisten Mangel momentan gibt. Deswegen, hier beim Bartening gibt es ganz unten so einen Beutel. Ja, ich muss jetzt rerollen, deswegen rerolle ich mal for free. Ganz unten gibt es immer hier den Salvage-Materialienbeutel. Seite, seht ihr den hier? Da sind Souls drin. Dadurch bekommt ihr auf jeden Fall ein paar Souls. Dann kann man hier die Endstifte sich anschauen, ob da was Sinnvolles dabei ist. Macht das nochmal. Ist nicht immer da. Ist 99% der Zeit ist er da auf jeden Fall, aber nicht 100% immer. Und noch mehr Restocken kann ich nicht. Mach ich das einmal auf. Ihr seht, da waren nochmal 2 Forgotten Souls drin. Können auch ein paar mehr drin sein. 2 war jetzt ein bisschen wenig, aber da kann man theoretisch noch was rausbekommen. Falls ihr eure Paymarks dafür ausgeben wollt, wenn ihr die bei euch Boss-Matt-Beutel holen wollt, dann tut das. Und ansonsten am allermeisten natürlich, Forgotten Souls bekommt ihr in der Heldheit. Heldheit Kisten öffnen. Das heißt, stellt euch an die Maiden. Die meisten Leute stehen eh die ganze Zeit an der Maiden. Ihr schließt währenddessen noch nebenbei Whisper ab. Geht zum Tree of Whispers, bekommt ihr da aus den Whisper-Bags, bekommt ihr Souls raus. Und dann macht die Kisten auf. Macht aber die ganz verschiedenen Kisten auf. Ich meine, die goldene Kiste sozusagen, die Mystery Chest, wo auch mehr Stahl rauskommt, hat auch ein bisschen mehr Souls gedroppt. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, da kamen so viele auf einmal raus, dass ich es nicht gesehen habe. Also es sind halt 2, 3 Souls oder so, die man, glaube ich, pro Kiste bekommt. Aber man kann halt schon viele Kisten natürlich öffnen in der Heldheit. Dadurch farmt man eigentlich mit Abstand am besten Souls. Ansonsten bei Bossen, der Bosse, da droppt man auch ab und zu Souls. Jo. So. Ich denke mal, sind so die Hauptpunkte abgeklärt. Ansonsten kann ich euch noch einen schönen kleinen Tipp mitgeben. Eine Sache, die viele Leute immer nachfragen. Twitch im Stream und zwar dafür schwenke ich hier mal ganz kurz um. Moment. War zack. Zack. Das ist Diablo.trade, somit die beste Trading-Seite für Diablo 4, falls ihr euch Items ertraden wollt, Runen ertraden wollt, irgendwelche Scrolls ertraden wollt. Vielen Dank für den Support, TTV. Dann könnt ihr das hier tun. Ihr könnt zum Beispiel nach Runen suchen. Wenn ihr zum Beispiel eine Ohm-Rune braucht, gebt ihr hier oben ein. Zack. Dann ist das hier durchgefiltert. Dann könnt ihr sehen, guck mal hier für 110 Millionen, 140 Millionen, 145 Millionen kannst du dir hier Ohm-Runen kaufen. Ohm-Runen kannst du dir zum Beispiel einen Star Skyring craften. Oder du willst sie benutzen, um Warcraft zu procken. Da kommt man auch gut an Items ran. Items verkaufen für Gold. Items kaufen für Gold. Ist auch quasi noch so ein super Punkt. Gut, ich glaube, das war's. Falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt, haut's gerne in die Videokommentare. Ich versuche da ein bisschen unter dem Video durchzuschauen. In den Videos wurden noch sehr viel kommentiert, aber es ist gerade Season Start, ich bin am Ballern. Am besten kommt ihr live im Stream vorbei, da kann ich Fragen am besten beantworten. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns. Bis dann. Jo, ciao.